Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken von Sternensingen und neuen Abenteuern aus dem Weihnachtsdorf sozusagen. Es ist Weihnachten, meine lieben tapferen Freunde. Und alle meine Freunde warten da in diesem Haus. Und die holen wir jetzt ab zur großen Weihnachtssause. Juhu, ich freue mich. Es ist Heiligabend. Ich hoffe, ihr habt schon alle, freut euch schon alle auf eure Geschenke. Weil es ist ja noch früh. Es ist ja gerade erst 15 Uhr oder so. Und deshalb gucken wir jetzt mal hier in die einzelnen Zimmer, ob die alle friedlich in ihrem Zimmer sitzen. Und ja, da springt schon einer rum. Und hier gehen wir mal zuerst rein. Die Darkseid. Hallo, hallo. Darkseid. Guck mal raus, es schneit. Schnee. Heute ist Weihnachten. Freust du dich? Geschenke, Geschenke. Ja, sie freut sich. Hört sich an, als wenn sie sich freut. Und ja, hier aber die nächste Tante, wollte ich schon sagen. Die nächste Dame. Und zwar die Anni. Ladies first. Guten Tag, liebe Anni. Hallo. Frohe Weihnachten. Hallo, Anni. Hi. Frohe Weihnachten wünsche ich dir. Gleichfalls. Juhu, Bescherung ist heute. Heute ist Bescherung. Hier wohnt die Matrix, Schlange, die dritte Lady. Juhu, und der ist aber nicht da. Ufo-Mann ist auch nicht da. Jetzt gehen wir mal hier zu den Höhlenzimmern. Die Schoki ist nicht da, aber ganz liebe Grüße nochmal an alle, die jetzt auch nicht da sind. Und dann ist hier der Zordan. Ja, frohe Weihnachten, mein Freund. Advent, Advent, die Bude brennt. Ja, genau. Hurra. Wir haben Weihnachten verpennt. Naja, haben wir nicht. Zordan heute auch bei uns. Wie schön. Hier wohnt der Dune, der ist auch nicht da. Auch frohe Weihnachten, liebe Dune. Frohe Weihnachten, liebe Tante Tomcat. Und frohe Weihnachten, lieber Powerplay, der auch leider nicht da ist. Aber es sind da oben, glaube ich, noch ein paar. Alle nämlich verhindert. Hier ist der Delfino. Frohe Weihnachten, mein Hauptmann. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Kekse. Deine Fenster sind. Du Party. Musst mal deine Fenster putzen. Kekse. Die sehen ja aus. Das sind alles Kekskrümel. Was? Hat ein neues Mittel ausprobiert. Ja, ich wollte gerade sagen, typisches Raucherzimmer. Nee, das ist die Schokolade von den Keksen. Ne? Ach so. Nicht mit den Händen drin gespielt. So. Immer mit dem Mund. Genau, immer mit dem Mund an der Scheibe so, ne? Genau. Hat den Frosttest gemacht. Ja. Und wir gehen nochmal hoch in unsere Gästezimmer. Und dann müssten sich eigentlich auch noch zwei Leute rumtreiben. Aber einer ist zumindest schon mal da. Nämlich der liebe Thjörgrim Fassgard, der Viertel vor Drölfte von Schwarzbergen. Hallo. Hallo, Fassgard. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! So, dann darfst du ihn nicht wundern. Er ist ein bisschen Selbstbereuner gefressen. Das ist doch Zwergenruß, oder? Ja, von Untertage. Genau. Das ist die Kellerbräune. Die gesunde Kellerbräune. Heute ist Weihnachten und wir gehen raus. Es schneit nämlich total. Ja! Juhu! Steh! Leider haben wir keine Schlitten. Oh, und damit ihr auch ein bisschen Weihnachten mit uns feiern könnt, werden wir jetzt erstmal, würde ich sagen, einmal hier so durch den Ort gehen. Und ein bisschen uns nochmal anschauen, was hier so passiert ist. Und so sieht das Ganze jetzt aus, wenn es schneit und wenn ganz viele Leute da sind. Erstmal fahren wir mal eine Hundekarussell hier. Ja. Das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Extra habe ich mir für Weihnachten aufgespart. Da ist noch eine. Hui. Da wird dann aber auch schon ein bisschen komisch. Ich bin stehen geblieben. Ich hänge. Ich hänge auch. Eine Runde rückwärts. Nee, doch nicht. Rückwärts? Doch. Hui. Da hat jemand abgedreht. Einer hat den Strom abgestellt. Genau. Aber auch nur an manchen. Ich steig wieder aus. Oh Gott. Oh. Ui. Ui. Nein. Das war schon heftig. Das Karussell, das ist im letzten Jahr entstanden. Aber jetzt gucken wir mal weiter, was hier sonst noch so ist. Genau, mach mal Mucke an. Schöne weihnachtliche Musik. Brutal. Yeah. Party on. Der Weihnachtsbaum ist natürlich geschmückt. Und hier gibt's leckere Sachen. Und auch nicht. Strahlt. Hier gibt's Glühwein. Becher. Gibt's auch Punsch? Nee, ist Kakao. Ist braun. Gibt's auch ist auf jeden Fall. Grob. Sehr gerne zwei Glühwein. Ja, Darkseid, mach das mal aus, bitte wieder. Oh Gott. Das war gerade so schön mit der Musik und so. Nee, gar nicht mal so. Nicht so wirklich. Wenn ihr Hunger habt, ich hab ja. Hier gibt's was zu essen. Wir haben Schokolade. Kleiner Huster hinterher rausschneiden, nicht vergessen. Kartoffelhelm. Mhm. Was darf denn sein? Kartoffeln wahrscheinlich. Nein, danke. Hier, ich schmeiß eine Runde. Ja, ich nehme auch ein Süppchen. Warte, ich habe Kartoffeln für euch. Kartoffeln. Ah, nee, warte, so geht's. Kartoffeln. Juhu. Juhu. Ich spucke euch Kartoffeln zu. Ja. Geschenke. Kartoffeln für dich und auch für du. Für dich und für du. nicht so viele. Ich liebe Blumen. Ich liebe Blumen, genau. Summ, summ. Habt ihr schon genug? Es hört überhaupt nicht mehr auf hier mit den Kartoffeln. Ja, wir haben jede Menge. Los, das ist Verschwendung. Haut rein, Leute, heute ist alles umsonst.
Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Heute haben heute haben wir auf die Karotte. Und wir werden nachher noch eine Runde hier in der Eisbahn fahren, aber erstmal wollen wir natürlich noch mal gucken, was hier hinten noch alles so entstanden ist. Frohe Weihnachten, eiserner Kerl. Genau, allen genau. Frohe Weihnachten wünschen, vor allen Dingen hier im Ort. Genau. Frohe Weihnachten, Zombie-Mann. Was? Hallo, Mr. Zombie. Oh. Frohe Weihnachten wünsche ich dir. Jetzt hat du. Unglaublich. Kam der her. Oh, was ist denn hier? Kaninchensuppe holen. Regnet's hier irgendwo? Ja, ein Stück weiter hier hinter ist es warm, anscheinend. Oh, wenn ihr hochguckst, man hört den Regen. Da regnet's. Tatsache. Warum? Wahrscheinlich nur so ein ganz kleines Feld wieder, wo es regnet. Ja, da gehen wir nachher noch hin. Du bist irgendwie in mir. Da ist ein Gedränge hier. Jetzt gehen wir hier oben lang. Vielleicht sind ja auch noch ein paar Leute, denen wir frohe Weihnachten wünschen können. Hallo, ist jemand da? Wir sind ganz oben der Rundwehr. Wir sind die Weihnachtsterrortruppen und fallen überall ein und wünschen alle frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, ihr Hühner. Habt gefälligst eine frohe Weihnachten. Los. Genau, ihr werdet geschlachtet, weil bei uns gibt es keine Truthähne und Enten. Leider seid ihr dran. Naja, nicht jeder hat Weihnachten Spaß. Ich dachte, es gibt Weihnachtskartoffeln. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich hab doch Weihnachtskartoffeln schon ganz viel hier. Hast du ein paar Weihnachtskartoffeln? Ah, hier im Schuppen. Hier im Schuppen sind zwei und feiern Weihnachten. Keiner da. Wisst ihr, Fasskat ist alles. Auch gammelige Weihnachtskartoffeln. Im Schuppen feiern sie Weihnachten. Und weil uns jetzt allen so richtig saukalt ist, können wir jetzt ja mal in die Sauna gehen. Yay. Oh ja. Und liebe Darkseid, es macht psch. Es macht psch jetzt. Es macht psch. Ja. Aber psch. Aber man muss ganz leise sein. Oh, bei mir nicht. Bei mir schon. Oh, guck mal, überall liegt Schnee, ist das klasse. Total gut. Also da geht's zum Nilter, da wollen wir nicht hin. Und hier geht's zum Abkühlbecken, da wollen wir auch noch nicht hin. Erstmal ab in die Sauna. Oh, Entschuldigung. Hab ich dir die Tür vor der Nase? Ja, ich hab das alles mal ein bisschen eingerichtet hier noch. Schön mit. Das ist schön. Ist das schön? Ihr dürft nur nicht zu nah hier dran kommen, da kann man sich verbrennen. Das ist Jungs, Rüstung ausziehen, das wird. Hast du gehört? Es hat psch gemacht. Das macht psch. Ab und zu mal, ganz selten. Das muss man eingeschaltet haben, dann können die Dorfbewohner hier nämlich nicht reinrennen. Nur wenn man unbedingt will, kann man da verbrennen. Da kann man sich auch verbrennen, ja. Der Zwerg ist ganz schön mutig da hinten. Ja, ich hoffe, es gefällt euch so hier mit der Sauna. Ich habe jetzt hier mal so... Hallo, Thjörgrim, du brennst. Heißer Ritter. Genau, da kann man sich dann die Hose verbrennen. Man kann da reingehen und brennen. Total schön. So ungefähr. Und dann geht man wieder raus und springt ins Wasser. Juhu. Und abgekühlt. Also eine heißere Sauna gibt es nirgends. Sag mal. Nö, es geht. Ach, bei mir, ne? Ja. Ich zieh die mal aus. Hast du recht. Delfino hat auch noch Rüstung an. Alle Rüstung aus. Wir brauchen doch keine Rüstung. Ja, genau. Also. Und hier mit den Holzbecken, das habe ich jetzt auch so gemacht, wie ihr gesagt habt. Ich glaube, ihr wolltet mich bloß in meine Fellunterhose sehen. Und dann können wir alle ins Abkühlbecken hinterher, was jetzt auch fertig ist. Und was tatsächlich zufriert, durch Delfino seinen schönen Glowstone, den er besorgt hat. Ich habe hier nur noch so einen Sichtschutz rumgemacht, ne, damit da nicht die Leute, ihr wisst schon. Weil man ja doch meistens nackig in die Sauna geht. Ja, genau. Ist aber so kalt, sage ich euch, so kalt. wir hatten das hier im Abkühlbecken verloren, müsst ihr mal gucken. Die lagen im Abkühlbecken. Wir hatten da jetzt Becken gemacht, ist ja eklig. Einer von euch muss das gewesen sein. Also, will ich immer gleich alle angucken. Hier sind überall Handtücher, hier kann man sich so ran schrubbeln. Auch mit, Schrubbel. Oh mein Gott, deine Grußkiste, ich hätte nicht reingucken sollen. Oh ja, oh wei. Darkseid, ihre Pflicht, ne? Ja, und jetzt ist ja schon bald Weihnachtsabend, jetzt müssen wir eigentlich in die Kirche gehen, oder? Oh ja. Weihnachtsabend geht man in die Kirche. Wer hält die Mette? Haha, ich habe extra gewartet, wer das fragt. Du hältst die Messe natürlich, immer der doof fragt. Nee. Natürlich. Ich dachte eher an den Bürgermeister. Ja, okay. Muss ich wieder in die Grippe? Du musst wieder in die Krippe. Ja, du musst in die Krippe. Wer hat die Grippe? Wir haben gestern den Zwerg in die Krippe gepackt, weil er der Kleinste ist. Als Jesuskind sozusagen. Füße abtreten, nicht vergessen. Ja, Füße abtreten. Ich mach Füße an, ich meine Schuhe. Oh, es wird Nacht. Oh, wie schön. Kling-ring. Das ist wie passend. Fürchtet euch nicht. Warum schlaft ihr denn jetzt alle? Okay, ich schlaf auch. Ist Leute zur Messe wie passend, oder? Stimmt. Ups. Junge, ist was mein los? Bett. Irgendwer hat mein Bett eingesogen. Ich nimm das hier, das ist meins. Wo, muss ich mich dann da oben draufstellen oder wohin als Prediger? Du musst dich neben das Baby stellen. Achso, nehm das Baby. Ja. Dieses Baby ist nicht von mir. Los, ab in die Krippe, Thjörgrim. Dein Einsatz. Meine lieben Freunde aus dem 3M-Land, schön, dass ihr heute zu dieser ersten Weihnachtsmesse gekommen seid.
Und auch wenn ich jedes Mojangskind so hässlich ist wie das hier, sind wir doch froh, dass wir es haben. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2017 im 3M-Land und mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und ihr immer so albern sein wie heute. Amen. Ich gebe Prost. Mojangel, sagt man, glaube ich. Mojangel. Okay, Torgrim, das war's schon. War eine kurze Rede. Ich halte mich immer sehr kurz. Mist, ich klemme mir im Ding fest. Die kommen hier nicht mehr raus. Muss jetzt für immer und ewig da drin bleiben. Hast du wieder Braten gegessen, ne? Gib's zu. Hat er genascht. Ein schönes Foto müssen wir natürlich schon noch machen von der ganzen Gemeinschaft. Am besten unterm Weihnachtsbaum, würde ich sagen. Ja. Ach so, noch einmal hier ein bisschen Weihwasser, ne? Klar. Logo. Weihnachtsbaum. Ich weiß da nicht drin. Und der Baden. Ich dachte, das macht man so. Das ist die Taufe. Ich habe das Wasser geweiht. Oder wo wäre noch ein schöner Platz, um ein Foto zu machen? Ich denke mal unter dem Weihnachtsbaum. Haben wir irgendwie einen Ausgangspunkt, wo man das ganze Dorf sieht? Müssen wir mal gucken. Nee, nicht so richtig, glaube ich. Nicht oder? So wirklich. Oben auf dem Kirchturm höchstens, aber da kommt man nicht hoch. Ja, außerdem passen wir da, glaube ich, nicht alle drauf. Nee. Oder? Aber der Baum, der ist schon okay. Wir könnten uns aber hier auf das Dach von der Schmiede stellen. Das geht nämlich ganz gut. Und da kann man, glaube ich, da hat man dann so den Ort im Hintergrund. Jo. Ist da, wie ich meine? Also wenn wir hier alle draufgehen, hier steht doch schon einer. Frauen haben lange Beine. Frauen haben lange Beine, genau. Dann kann sich einer zum Beispiel hier hinstellen und der andere da. Und ich stelle mich mal nach unten. Alter, das kommen. Nicht schieben. Und wenn man jetzt nämlich so guckt, dann sollte der Ort eigentlich im Hintergrund sein. Sogar der Weihnachtsbaum, schaut mal. Wo steht ihr denn? Mal. Der Fino packt mal den Schwert weg, das sieht komisch aus. Auf der Schmiede. Moment. Ihr müsst weiter nach oben gucken. Ja, wir waren noch auf den Torgrim hier, auf den Fassgrad. Hui. Der kleine Dicke ist hier nicht so schnell. Der kleine. Der braucht noch einen Moment. Dann haben wir den Weihnachtsbaum so ein bisschen im Hintergrund zumindest. Sag's ja, halt, so. Musst du mal. Ich mach jetzt einfach da runter. Da ist er. Yeah. Hilfe, es weihnachtet sehr. Und ein Foto. Wunderschön. Eine ewige Erinnerung an dieses erste Weihnachtsfest in Sternsingen. Und auch nochmal mit Namensschilder meinetwegen. So, alles klar. Gut, wunderbar. Fotos gemacht. Ich lasse es dann entwickeln und schicke es euch dann zu. Ja, bitte. Ja, warte mal kurz. Oh. Ja. Frohe Weihnachten. Dach. Bleib mal stehen. Ja, mein Bett, ne? Frohe Weihnachten, Harry. Genau. Danke. Die Darkseid hat es. Hinter dir. Ja, jetzt habe ich's. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch eine richtig zünftige Schneeberschlacht. Ja, Mensch, der Cedric, der wollte eigentlich auch kommen, aber der ist immer noch nicht da. Ich hoffe, der kommt noch. Vielleicht schleicht er sich noch ein. Wenn nicht, ist natürlich schade, aber dann im nächsten Jahr wieder Cedric. Im TS ist er auf jeden Fall, also, ne? Ihr wisst schon, wie ich meine. Wahrscheinlich hängen geblieben bei der. Ist wahrscheinlich hängen geblieben. Achso, wir wollen. Ja, genau. Machen wir Schneeberschlacht, dann fahren wir noch eine Runde mit dem Boot. Und dann. Ist erst Boot fahren sinnvoller? Kommst ja, erst, mal genau. Ganz nass und es wird kalt. Ja. Ist eigentlich egal. Ja. Es ist Trockenschnee. Ach, Trockenschnee. Ja, also wir müssen jetzt irgendwie zwei Mannschaften bilden. Das wird jetzt nicht so einfach. Jungs gegen Mädchen. Ja, ihr seid zu viert und wir zu zweit. Ja, dann, ich gehe noch zu den Mädchen. Okay. Jetzt sind wir 3 gegen 3. Genau. Naja, passt doch. Dann gehen wir hier rechts rüber, Mädels. Und hast du, wo sind die Schneebälle? Die Schneebälle sind hier in den Kisten. Und zwar steht hier eine Kiste und bei euch da an der Birke. Oben auf dem Berg. Okay. Ach, wie cool. Ach, ja. So. 1, 2, 3. Ich will auch. Halt, stopp. Ja, ich hab jetzt. Ich hab auch jetzt ein paar. 6. Warte, wir können aber noch tricksen. Hier gleich noch. die Schaufeln schon da drüben. Kann man ja keine Schneebälle wieder rausmachen, ne? Glaube ich. Doch, du musst sie hinstellen und mit der Schaufel abbauen. Ach so, naja, wir nehmen erstmal nur die, würde ich sagen, die da sind, oder? Ja. Ja. Ab im Grab. Ich höre schon, da ist irgendwer am Klicken. Nein, okay. Da lassen wir uns auch nicht drauf ein, Mädels. Ich kenne den Zordern. Gar nicht. Moment. Stellt ihr euch da runter? Wir haben uns noch nie gesehen. Ich lasse jetzt gleich mal ein paar Schneebälle schneiden hier. Yay, Schneebälle. Moment, ich baue mich mal hoch. Und dann sehen wir auch, was die anderen da drüben treiben. Achso, höher geht's jetzt gerade nicht. Anni, hast du eine Schaufel mit? Ja. Meine ist nämlich kaputt. Wow. Das ging schnell auf jeden Fall. Jemand nochmal das Ganze? Den Rest noch? Noch nicht anfangen. Noch nicht anfangen. Die schummeln. Oben auf dem Baum liegen auch noch Schneebälle.
da muss ich gleich mal einen Zwischenstopp machen. Da spricht er einfach mal rüber. Oh Gott, was machst du denn da, Zero? Ich... Schneebälle. Schneebälle. Wo seid ihr denn alle? Oh verdammt, ich hab nur noch 3 Herzen. Wie kommt das denn? Ja, weil du gerade runtergefallen bist. Ach so. Ganz schnell essen, Zero. Oh ja. Oh ja, das tut, da kann man sterben. Man baut schneller ab, als man fällt. Nachrutscht. Das ist ja witzig. Ist nicht? Autsch. Da kann man echt bei sterben. Ganz guck mal, so was die anderen da drüben treiben. Die verschanzen sich da. Was? Ist gar nicht so ungefährlich. Ich bin gleich tot. Das ist eigentlich eine gute Idee, Jungs. Wartet mal. Ich muss das vorsichtig machen. Wir waren jetzt in einem Ohr. Das ist unsere Idee. Ja, bringt uns immer auf komische Ideen, ja. So. Ah, wartet. Sammelt ein. Habt ihr schon ordentlich Schneebälle? Ja. Ich auch. Ich muss mich nur noch kurz heilen. Ah, die bauen sich eine Mauer. Können wir auch. Das können wir auch, genau. Hat jemand genau was zum Hochstecken, weil da oben auf dem Baum liegen auch noch Schneebälle? Wenn oder nicht, Erde habe ich. Durchgang. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal los mit der Schneeballschlacht, ehe das noch Moment ausatmet. Ausatmet. Ich habe nämlich keine Schaufel, das dauert eine Weile länger, bis ich wieder runterkomme. Jeder muss auf seiner Flussseite bleiben, oder wie ist der Plan? Ja. Jawohl. Okay. Ja, ich gesagt. Noch eine Schaufel hier. Wo ist er denn? Hat jemand 2 Fackeln für mich? 2 Fackeln? Nee, leider nicht. Nee, ich habe alles weggepackt, was ich so hatte. So, genau. Jetzt habe ich auch wieder Platz. Hahaha. Ihr habt keine Chance, also nutzt sie. Okay, dann würde ich mal sagen, auf die Plätze. Moment! Was? Ich brauche immer noch 2 Fackeln. Wenn die mir den Garten da drüben kaputt machen. Oh doch, warte, ich habe hier Fackeln, Darkseid. Hier, habe ich dir da hingeschmissen, neben dem Baum, da. Moment. Was hast du denn vor? Moment. Willst du mit Fackeln werfen? Bögen dürfen nicht mit brennenden Schneebällen. Bögen dürfen nicht benutzt werden, oder? Und Rüstung dürfen nicht angezogen werden. Nein. Okay, macht ja sowieso keinen Schaden. Auf die Plätzchen. Fertig. Los. Die verschießen alle die Pulver. Yeah. Oh. Erwischt. Erwischt, erwischt. Feuer. Der Fino kriegt's voll ab. Ja, der Fino ist ein gutes Ziel. Ich räche dich. Von wegen. Ich schleife mich mal hier unten ran. Voll erwischt. Positionswechsel sozusagen. Wo sind die jetzt alle? Die verschanzen sich da. Hinten. Ich brauche Munition. Haben wir noch was? Flankenangriff nennt man sowas. Fino, ich sehe dich. Oh, verdammt. Ich wurde entdeckt. Autsch. Es schneit. Es schneit wohl. Ach, da unten hat er sich eingebuddelt, der Zwerg. Auf ihn! Oh. Das geht ganz gut. Da steht der Delfino und denkt, wir können ihn nicht treffen. Hat er sich aber vertan. Okay, jetzt wird langsam enge. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Schneebälle. Nee, ich verballer gerade meinen letzten. Oh. Zorn hat sich noch nicht aufgehoben. Der ist nicht. Verballert. Ah! Der wilde Zwerg schießt. Ja, wir haben unseren Spaß hier auf jeden Fall. Erwischt, erwischt. Hoppla, was ist hier? Achso, Schützengraben. Was? Ja. Das zählt nicht. Du hast gesagt, wir dürfen nicht Sturmangriff, Sturmangriff. Nix da. Na warte. Geh weg. Ganz so leicht wollen wir es nicht machen. Die kommen von hinten. Hilfe. Yeah, ich hab die Festung erobert. Schnell auf die andere Seite. Ihr habt keine Chance, also nutzt sie. Bonsai. Weg damit. Abbauen. Jetzt kann ich nicht mehr werfen. Zumindest wird es nicht mehr angezeigt. Ich hab zu schnell geworfen. Verdammt, ich hab keine Schneebälle mehr. Ich mach denen ihre Festung kaputt. Oh, jetzt aber schnell weg hier. Ja, okay. Ich würde sagen, wir einigen uns auf ein freundschaftliches Unentschieden. Hätte ich gesagt. Na gut. Okay. Unentschieden. Es wird nämlich gerade dunkel. Schon wieder. So, das war der letzte. Wer will eingeseift werden? Ich hab auch noch 16. Wo kommt denn das Steak her? Hehehe. Ich inzwischen euch. Frieden vortäuschen und dann doch auch noch angreifen. Das sind immer die Besten.
Es wird gerade dunkel, ich glaube, ich penne hier mal auf dem Eis. Jupp. Das geht nicht. Das überhaupt? Aber fast. Das geht ja, nicht. Nö, das geht nicht, aber auf den Schnee geht. Hier, da geht's. Ich brauche eine warme Suppe gleich erstmal. Oh ja. Ja, genau. Oh ja. Einen schönen Borscht. Mhm. Gesundheit. Mm. Ich würde sagen, jetzt erstmal eine Suppe. Und dann machen wir eine Runde Eiskutter. Eiskutter auch genannt. Eiskutter? Eiskutter. Okay. Erstmal eine Suppe im Suppenhelden, oder wie das Ding heißt. Suppenkasper. Suppenkasper, genau. Suppenkasper. Ja. Suppenfrau Kasper. Da gibt's lustige Suppe. Suppenkasper, wie das duftet. Herzlich willkommen im Suppenkasper. Was darf's denn sein? Eine Suppe. Ein Süppchen. Ich möchte eine Werte Pilzsuppe, werte Borstsoße und Haselragout. Pilzsuppe, bitte. Haselragout. Ragout? Ja, Haselrattengut. Ich will eine Pilzsuppe. Danke. Wir hatten die weggeschnappt. Die hat man mir geklaut. Eine Borstsoße. Mein Borst. Ich hab Borst, okay. Pilzsuppe. Borst. Ich hab gar keinen Hunger, ich muss ein bisschen springen, damit ich Hunger kriege. Ich hab jetzt Pilzsuppe. Borscht. Borscht, Borscht, Borscht. Ich hab gar keinen Hunger, ich muss noch eine Runde laufen, damit ich Hunger kriege. Was darf sein, wird der Zwerg? La, 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 la. Ich muss eine Runde hier um den Baum tanzen, damit ich Hunger kriege. Borscht, Borscht, Borscht. Oh, was? So, das Geschirr kann gerne wieder zurückgegeben werden. Hier fährt ein Zombie mit der Bahn. Was? Ja, komm mal gucken. Moment. Und ich tanze. Ich komme. Na, die haben ja Spaß hier, oder und was? Ist das jetzt eine Geisterbahn hier, oder was? Ja, da stehen bei mir zwei ineinander. Hardware-Schniebälle. Geisterbahn. Okay, der ist erledigt. Der Zombie ist gestorben. Ja, der eiserne Kerl, das ist so lustig, dass er den erschlagen. Dorfbewohner auch erwischt hat. Hui. Nein. Zoran sitzt in dem Dorfbewohner. Ich frag nochmal. Oh, ja, doch, er hat's wohl doch mitgekriegt. Oh, wei. Hui. Oh, Ich war das. Brauner, ich glaub, der ist ziemlich sauer auf mich. Aber jetzt hab ich Hunger. Ruhig, alle tut, Junge, alle tut. Hat er sich beruhigt? Ach, Freunde. Ja, ich glaube. Hier, du kriegst auch eine Schüssel von mir. Kuh. Ist doch das Fest der Liebe. Der Hiebe. Das ist der Fest der Hiebe. Okay, er hat mir verziehen. Ja, jetzt er hat die eine verdonnert. Ja, genau, er hat mir einmal einen geballert, damit war die Sache für ihn ja erledigt. Oh. Die Erfahrung hat er an auch, ja. Genau. Und jetzt machen wir mal schön hier Boote. Holz haben wir hier oben. Ich hätte gerne ein Birkiboot. Okay. Na gut, dann nehmen wir ein Birkiboot. Dann nehme ich die Schwarzeiche. Ich habe mein Tropenboot. Das ist gut. Ich packe den Rest Birke auch wieder hier rein, damit ihr euch da Boote rausmachen könnt. Ich habe Akathia. Das Tropenboot. Und ich habe noch ein Geschenk für dich, was eigentlich dir gehört. Oh nee, du darfst. Achso, der Pfeil, ne? Nein. Was mit dem Pfeil? Was Besseres. Was Besseres? Das gehört dir. Das gehört mir. Oh. Deine Spitzhacke. Meine Eisenspitzhacke. Was? Na, das war Diamanten, oder? Ich habe jetzt hier eine Eisen und eine Diamanten. Warte. Das ist sie. Moment, ich saug sie ein. Schlupp. Oh die ja. Die ist mitgemacht. Genau, genau, im Nether. Alles klar. Mal schenken darf man sich doch hier nichts in Sternensingen. Ja, was los? Aber zurückgeben ist natürlich in Ordnung. Genau, eben. Und ich jetzt leih es dir zurück. Jetzt fahren wir Eiskutter. Was ist denn das für ein Haus? Wo? Das ist das neue Haus. Vom Nico Klaus. Nee. Juhu! Eiskutter fahren! Das ist das Haus von Lars Kraus. Das Schöne ist, es wird immer schneller. Mir wird auch ein bisschen komisch. Ja, ja, ja. Und wenn ihr jetzt noch alle Namen lesen könnt von den Leuten und guck mal oben auf die Minimap. Oh Gott. Okay. Eiskutter fahren. Leider gehen die Boote jetzt überhaupt nicht mehr kaputt und ich komme hier gar nicht aus der Ecke raus und drehe mich immer noch irgendwie. Genau. Alle auf den Bürgermeister. Was? Alle auf den Bürgermeister? Ich drehe mich auch immer noch. Nicht anbumsen hier. Eiskutter. Hilfe. Adi. Rums. Hilfe. Ich Ui. Ihr seid ja albern. Oh mein Gott. Hilfe, ich hör nicht mehr. Ey, bleib mal mit der Pfeiltaste zur Seite drehen. Das ist ziemlich witzig. Okay, für alle, die das jetzt gesehen haben, ich hoffe, euch ist nicht ganz immer von oben an. Oh, mir ist gerade schlecht, glaube ich. Ich komme ja auch gar nicht mehr raus, doch jetzt. Hui. 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 Hui.
Alter Schwede. Oh. Ich bin etwas schwindelig. Oh, das ist auch lustig. Wenn die einem im Boot anfahren, dann rutscht man trotzdem. Eiskutter. Und das Schöne ist, guck mal, jetzt auf Torgrim, der dreht sich gerade, der dreht sich aber nur der Kopf bei ihm. Ja. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber Mensch, Torgrim, wir haben uns noch gar nicht dein Holzfällerhaus angeguckt und von Anni die Hütte müssen wir uns auch noch angucken. Ja, lass das mich dürfen hier wir nicht raus. Vergessen. Wo ist denn die Anni überhaupt? Ist sie unter die. Moment, wo ist hier der unter das Eis gekommen? Wow. Steht neben dir. Nee, ich bin hier. Hallo Anni, da bist du. Da ist er doch. Ein bisschen Kopfschmerzen. Dann fangen wir mal bei der Hütte von Anni an, würde ich sagen. Was ist denn das? Was hast du denn da gebaut? Jo. Ein Haus. Ein Fischerhaus? Einfach ein Häuschen zum Wohnen. Ah, ein Wohnhaus. Ja. Oh. Fischen kann er auch, wenn da er möchte. Da muss er starke Nerven haben hier bei dem Muster. Oder Schachfan sein. Oder Schachfan. Schachbrett. Aber schick. Kann man schön Schach spielen hier. Schönes Wohnhaus. Oh, hier der Kamin ist auch schön. Ja, genau. Schrank, alles da. Da oben schneit's rein. Oh, das ist rein. Nee, lass mal. Ich freue mich immer, wenn andere auch Baufehler machen. Das ist eine Pupsabluft. Eine Pupsabluft, genau. Und jetzt gehen wir noch zum Fassgard und gucken mal an, was der so verbrochen hat. Hier hinten kann man lang gehen, wa? Ja, ist ein Weg. Sag mal, liegen hier schon. Ist der jetzt richtig? Irgendwas ist gegangen. Fassgard? Fassgard weg? Fassgard. Ja, der pflegt immer wieder mal aus dem Und gerade wo wir seine Hütte zeigen wollen, ist auch nicht schlecht. Vielleicht kommt er gleich wieder. Das ist total sprachlos. Flapsi. Hallo Vielleicht Flapsi. Kommt er gleich wieder rein, dann ziehen wir den wieder rüber. Der Fassgard weg. Das ruckelt aber ganz Auf schön. Auf jeden Fall hat der Fassgard ja hier in den Folgen gestern schon und vorgestern hier die Brücke gebaut, die wunderschön geworden ist. Flapsi. Ja, wirklich. Total schön. Super gute Holzbrücke. Köpfigen Kuckumar. Wo ist er denn? Der ist bestimmt wieder an sein Handy gekommen. Hallo, Fatschi. Fatschi. Nee, geht weiter. Hat irgendjemand den Chat an und fragt, ob er was schreibt? Nee, ich hab den Chat natürlich aus, ganz klar. Und, ja, weiß ich nicht. Er ist auch nicht mehr im Teamspeak. Ich hab den Chat an. Naja, dann seht ihr es ja. Auf jeden Fall, die Hütte können wir uns auch so angucken. Hier die schönen Holzregale mit den einzelnen Baumsorten. Total gut. So ein kleiner Unterstand. Hier geht's natürlich in den Wald, wo er seinen Arbeitsplatz hat, sozusagen. Er und sein Holz. Ja, und sein Holz, ne? Genau. Holz. Und dann gucken wir mal rein. Ah, hier ganz bescheiden mit Erdboden einfach nur unten. Festgetrampelter Boden. Festgetrampelter ja. Lehm, genau. Oder festgetrampelte Erde. Und aber ganz hier, bescheidenes Hütchen. Aber hier, King-Size-Bett. Ja, genau. Das war ich. Die Einrichtung habe ich heute gemacht. Achso. Ich habe genau. auch eine ganz schlechte Bindung. Das ist ein Zwerg. Weißt du, wie selten es vorkommt, dass die mal zu zweit sind. Das ist... Naja, ist ja nicht der Holzfäller, da bist du die Hütte gebaut. Hast du fein gemacht, so. Lieber Fassgard, auch wenn es dir die Sprache verschlagen hat. Hast du ganz, ganz fein gemacht. Vorhin, man muss Zwerge muss man immer loben. Kriegst einen Keks. Ihr seht es jetzt von hier nämlich ganz wunderbar. Der Kirchturm ist auch fertig. Der Cedric, der leider nicht es irgendwie nicht geschafft hat, hierher zu kommen, der hat nämlich noch den Kirchturm fertig gebaut und der sieht jetzt so aus. Ist der nicht wunderschön? Jo. Ja, Leute, und das war's dann schon fast wieder. Weihnachten ist fast schon wieder vorbei, ja. So schnell. Ja. Es ging ganz schön schnell. Ach Mensch, ja. Aber so ist das mit Weihnachten. Kaum, man freut sich so drauf und man arbeitet drauf hin und man bereitet alles vor, lädt alle Gäste ein und alles und dann ist es auch schon wieder vorbei. Aber wir können uns ja auf das nächste Jahr freuen und aufs nächste Jahr Weihnachten, wenn wir nämlich wieder alle nach Sternensingen kommen und hier wieder irgendwelche Döniken machen. Genau. Schön was bauen. Und Döniken machen springen. Und auf dem Betten springen. Und es gibt noch andere Feiertage, Ostern, Osterdorf. Ja, und ihr könnt jetzt alle Hasingen, ja. Und ich würde sagen, ich sag schon mal, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen. Tralalalalalalala. Merry Christmas.